Hallo liebe Zuschauer des Reparaturzeitkanals. In diesem Video werde ich über den Sheppach MS225-53 Benzinrasenmäher berichten. Kennen Sie dieses Modell? Schreiben Sie gerne in den Kommentaren unter diesem Video, was Sie davon halten. Wenn Sie das Gerät kaufen möchten, dann schauen Sie gerne in der Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie Links mit den aktuellen Preisen und der aktuellen Verfügbarkeit. Fangen wir an! Der radgetriebene 53 cm breite Benzinrasenmäher ist ideal für alle Gartenbesitzer mit großer Rasenfläche. Reduzieren Sie Ihre Mähzeit und bearbeiten Sie mehr Fläche in kürzerer Zeit. Großer Garten, großer Rasenmäher. Und zwar der MS225-53 von Sheppach. Dieser Rasenmäher mit seinem leistungsstarken 224 Kubikzentimeter Viertakt-Benzinmotor mit 7 PS, 5150 Watt, ist der Traum jedes Gartenbesitzers mit einer Rasenfläche bis 1800 Quadratmetern. Dank Komforthandgriff, großer kugelgelagerter Laufräder und zuschaltbarem Radantrieb lässt sich auch ein hügeliger Garten oder ein grasbewachsener Hang ganz einfach mähen. Richtig Zeit sparen kann man durch die XXL-Schnittbreite von 53 cm, die ein effizientes Rasenmähen in kürzerer Zeit ermöglicht. Der robuste 65-Liter-Fangkorb mit Füllstandsanzeige trägt ebenfalls zur Reduzierung der Mähzeit bei, da er viel Platz für gemähtes Gras bietet und seltener entleert werden muss als kleinere Fangboxen. Mit seinem professionellen GT-Getriebe für extra hohes Drehmoment und besonders hohe Leistung arbeitet sich der MS225-53 auch durch hohes Gras. Über die zentrale 7-fach-Schnitthöhenverstellung lässt sich mit einem Handgriff eine Endhöhe des Rasens von 25 bis 75 mm festlegen, ob kurzer Zierrasen oder hoher Schattenrasen, Erstschnitt oder letzter Schnitt im Jahr. Der MS225-53 erfüllt individuelle Anforderungen und heraus kommt ein professionelles Ergebnis. Wer lieber mulcht statt mäht, wird ebenfalls Freude an diesem Rasenmäher haben. Mithilfe der integrierten Mulchfunktion wird der Grasschnitt so weit zerkleinert, dass er als Dünger auf dem Rasen verbleiben kann. Über den seitlichen Auswurf wird der Mulch gleichmäßig verteilt und gleichzeitig verhindert, dass er auf Schuhen und Beinen landet. Abschließend wird das Stahlgehäuse des Rasenmähers über einen Wasseranschluss und die integrierte Reinigungsfunktion blitzschnell von Grasresten befreit. Mit doppelt eingeklapptem Handgriff lässt er sich bis zum nächsten Gebrauch und über den Winter platzsparend lagern. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Für höheres Gras oder Unebenheiten nicht geeignet. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Mulchen ist sehr gut. Der Rasenmäher ist massiv gebaut. Antrieb ist perfekt. Der Test für den Sheppach MS225-53 Benzinrasenmäher ist nun abgeschlossen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie in der Beschreibung unter dem Video Links zu den besten Preisen von diesem Produkt finden. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren und teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Wenn Sie das Video nützlich fanden und es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Wir sehen uns bald wieder.